Jetzt kommen wir zu einem unserer tatsächlich absoluten Publikumslieblinge. Wir kommen zu unserem Startup Award. Die liebe Lea Niedballer von Bitkom ist hier und wird das Ganze für uns moderieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und allen Teilnehmern wünsche ich natürlich ganz viel Glück. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen zum Smart Country Startup Award in der Kategorie E-Government. Ich freue mich total, Sie hier alle im Raum, aber auch euch zu Hause an dem Bildschirm begrüßen zu dürfen zu meinem persönlichen Lieblingsprogrammpunkt bei der Smart Country Convention. Wir haben heute die Chance, drei innovative Startups kennenzulernen, die im Bereich E-Government tätig sind, die sich mit einem Pitch vorstellen werden und ihr, das Publikum an dem Bildschirm, dürft dann zusammen mit der Jury abstimmen. Dann gibt es am Ende einen Gewinner und der darf sich freuen über 5.000 Euro, gesponsert von unserem Partner KPMG, eine einjährige Mitgliedschaft bei Get Started und natürlich ganz klar Ruhm und Ehre. Ich bin zu meiner Person Lea Niedballer, Referentin für Legal Tech und Recht beim Bitkom und darf euch heute und dann auch morgen durch den Startup Award begleiten. Ein paar Worte zum Startup Award, was hat es denn damit auf sich? Der geht auf das Team von Get Started zurück. Get Started ist die Startup-Initiative des Bitkom, vertritt inzwischen mehr als 500 Startups in sektorübergreifend. Das sind Tech-Startups, die sich vom autonomen Fahren bis hin zu quantensicherer Verschlüsselung, aber auch im Bereich GovTech bewegen wie heute. Get Started ist natürlich eine wunderbare Plattform auch für Networking, nicht nur der Startups untereinander, sondern auch mit unseren über 2000 Corporate-Partnern, von kleinen bis zu den ganz großen Global Playern haben wir alle dabei. Die Startups aus dem E-Government-Bereich, die wir heute kennenlernen werden, helfen, die öffentliche Hand innovativer zu gestalten, zum Beispiel indem sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung unterstützen, zum Beispiel indem sie Einwanderungsprozesse vereinfachen und zum Beispiel indem sie Ausschreibungen automatisieren. Also alles drei wichtige Themen, an denen unsere Finalisten heute arbeiten. Die Startups, die heute dabei sind, haben sich gegen eine Vielzahl von anderen Bewerbern durchgesetzt, sind jetzt als Finalisten hier am Start und bekommen dann, das habe ich gerade schon gesagt, aber weil es so schön klingt, sage ich es nochmal, die einjährige Get-Started-Mitgliedschaft und 5.000 Euro für die Startup-Kasse. Nicht nur die Jury entscheidet heute, auch das habe ich gerade schon kurz angeteasert, sondern auch ihr zu Hause. Ihr bekommt später, nachdem die drei Startups gepitcht haben, die Möglichkeit, am Bildschirm abzustimmen für euren Favoriten. Eure Stimme zählt genauso viel wie eine Jurystimme. Habe ich auch gerade schon kurz angesprochen, Get Started hat heute einen tollen Partner an Bord, KPMG. Das ist meine Überleitung zur Vorstellung der Jury. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Direkt links neben mir Ferdinand Schuster von KPMG. Herzlich Hallo. Willkommen, Ferdinand, schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer des Instituts für den öffentlichen Sektor e.V. Das ist eine, und du hast da die Initiative My Government ins Leben gerufen, die sich für die Kooperation des öffentlichen Sektors mit technologielastigen Startups einsetzt. Also total passend für den heutigen Tag. Schön, dass du da bist. Daneben freue ich mich, Henrike Etzelmüller von Microsoft begrüßen zu können. Hallo Henrike, total schön, dass du da bist. Henrike verantwortet bei Microsoft das Thema Sustainable Cities and Regions und ist im Bitkom Vorsitzende des Arbeitskreises Smart City und Smart Region und fragt sich immer, welchen Beitrag kann Digitalisierung bei der Erreichung der Klimaziele spielen, mit dem Ziel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Public-Sector-Projekten zusammenzubringen. Also auch wie die Faust aufs Auge, schön, dass du dabei bist. Und dann, last but not least, freue ich mich sehr, unseren Staatssekretär, Herrn Dr. Frank Nägele, begrüßen zu dürfen. Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung in der Senatskanzlei in Berlin. Dort treibende Kraft beim Thema Digitalisierung der Verwaltung, also auch voll auf dem Punkt und vom Fach. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie dabei sind als Jurymitglied. Sie sind ja quasi, Sie vertreten ja ein Stück weit die Nutzerinnen und Nutzer unserer Startups im E-Government-Bereich, indem Sie hier die Politik in der Runde vertreten. Und mich würde Ihre Sicht auf den Bereich E-Government interessieren. Und ich glaube, Sie haben da
ein paar Worte mitgebracht und würde Ihnen jetzt gerne die Bühne übergeben, wenn ich darf. Dankeschön. Ich freue mich nicht nur, dass ich hier bin, sondern ich freue mich vor allem, dass die Smart Country Convention hier ist in Berlin. Und ich freue mich, dass sich die Unternehmen so zahlreich engagieren. Und wir wollen alles dafür tun, dass wir uns im nächsten Jahr alle gemeinsam wieder präsent hier sehen. Weil nichts ist wichtiger als dieser Austausch, nichts ist wichtiger als das Netzwerk. Und deshalb auch ein Dankeschön an Bitkom, dass sie das durchziehen, dass sie dem Format treu bleiben und dass sie tatsächlich mit dem Startup Award auch immer wieder so ein Leckerbissen ins Fenster hängen, das heißt, macht mit. Wir sind die Digitalhauptstadt Europas, das können wir ziemlich stolz sagen. Das sind wir aber nicht, weil die Verwaltung so weit vorne mit dabei ist, sondern obwohl sie tatsächlich noch viel Nachholbedarf hat. Und das sind wir, weil insbesondere die Unternehmen hier in Berlin die Digitalhauptstadt formen. Es sind vor allem Startups, es sind auch große Bären. Im DAX sind wir wieder vertreten, sind wir mehrfach vertreten und wir sind vertreten mit Unternehmen, die allesamt in den letzten Jahren, Jahrzehnt gewachsen sind. Sie begannen alle so klein wie die drei, die wir uns heute angucken. Und das liegt an dem Ökosystem Berlin auch, dass es denen gelungen ist, so weit zu wachsen. Es gibt eine kleine neue Branche, ich will das gerne GovTech nennen. Herr Schuster, Sie sind das, der das dann ein Stück weit begleitet. Und die GovTech-Szene ist für uns eine ganz besonders wichtige, weil wir gerne im GovTech-Bereich auch zu den Frontrunnern werden wollen. Wir haben klein angefangen, wir haben jetzt mit unserem City Lab Berlin einen ersten gemeinsamen Ort geschaffen, wo ein Austausch stattfindet zwischen Wirtschaft, Startups, Wissenschaft, der Verwaltung. Und wir haben Großes vor. Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich mit großen Meilenstiefeln vorangehen. Wir wollen, dass die Berliner Verwaltung aufschließt. Und nun ist das ganz feine, der feine Unterschied. Ich bin nicht der Digitalisierungsstaatssekretär. Das macht großartig meine Kollegin Sabine Smentek. Ich bin für die Verwaltungsmodernisierung zuständig. Weil es gibt einen ganz entscheidenden Kernsatz. Wenn Sie schlechte Verwaltungsprozesse modernisieren und digitalisieren, dann bleibt das ein schlechter Verwaltungsprozess, Garbage in, Garbage out. Und das heißt, mein Job ist es, das alles so weit vorzubereiten, dass mit den Tools, die wir jetzt auch heute kennenlernen, wir vorankommen. Ein Wort ist mir noch wichtig. Eine große Hürde für die Startups und für die Branche sind unsere Vergabemechanismen. Und diese Vergabemechanismen, an denen werden wir arbeiten müssen. Und dazu gehören beide Seiten. Wir haben einen runden Tisch beim regierenden Bürgermeister. Da ist Bitkom jedes Mal mit dabei. Wir sprechen über Regeln und über Wege, wie es uns gelingen kann, dass wir ihre Ideen einkaufen und nicht unsere Produkte ausschreiben. Das ist ja der große Unterschied. Das ist der Meilenstein, der jetzt vor uns liegt. Das kann man am Bleistift deutlich machen. Wenn Sie eine Verwaltung fragen, was sie braucht, dann schreibt sie einen Bleistift aus. Wenn wir wissen wollen, wie wir in der Zukunft schreiben, dann müssen wir vorher fragen, was gibt es denn für Möglichkeiten, bevor wir anfangen. Diesen Weg wollen wir mit Ihnen gehen. Da reichen wir die Hand und mit der Smart Country Convention haben wir einen guten Ort, um uns da zwanglos auszutauschen. Sie haben das Smart City Netzwerk, Sie haben mich als Gesicht der Smart City, weil das der Bereich ist, den ich mitverantworte. Und Sie haben eine ganz offene Stadt, die mit viel Freude dieser neuen Themen sich annimmt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, das ist, ich glaube, da sagen Sie wahre Worte. Ich fände es schön, wenn wir hier in dieser Runde mit dem Bitkom, mit Get Started, mit unseren tollen Startups als Ansprechpartner, als Ideengeber zur Verfügung stehen können und mithelfen können, ja, die Verwaltung moderner zu machen, digitaler zu machen. Schön, ja, vielen Dank. Das hat meine Frage ganz gut beantwortet. Dann mache ich jetzt weiter, nämlich mit dem Partner unserer heutigen Veranstaltung, KPMG. Warum passt KPMG zum Startup Award bei der Smart Country Convention? Um uns das zu erklären, hat uns KPMG einen kleinen Einspieler mitgebracht. Den schauen wir uns jetzt mal an. We'll be right back.
Startups können die öffentliche Hand bereichern, dadurch, dass sie sehr agil sind, sehr innovativ, sehr jung und auf diese Art und Weise Lösungen finden, die große Unternehmen auch in der IT-Branche so vielleicht nicht finden würden. Dankeschön. Ferdinand, wir durften dich gerade schon im Einspieler sehen und du hast da schon ein paar Worte dazu gesagt, warum du findest, dass Startups auch für die öffentliche Verwaltung wichtig sind. Wie arbeitet KPMG mit Startups zusammen in dem Bereich? Ja, wir versuchen zunächst mal Startups Sichtbarkeit zu verschaffen, unter anderem auch mit My Government, unserer Startup-Initiative, wo wir einfach mal Verwaltung einladen und die Startups, dass sie sich gegenseitig kennenlernen. Und wir wollen vor allen Dingen auch Projekten Sichtbarkeit verschaffen, also dass man eben auch merkt, die Zusammenarbeit funktioniert, trotz der vergaberechtlichen Hürden, die Herr Nägele gerade erwähnt hat, die gar nicht so schlimm sind, wenn man es denn will. Und das merken wir immer wieder, dass beide gewinnen. Die öffentliche Hand durch die innovativen Startups und auf der anderen Seite auch diejenigen, die sich sozusagen auch mal um das Gemeinwohl kümmern und nicht nur um große Unternehmen, die Gewinn erzielen wollen. Kannst du mir noch ein bisschen was zu MyGovernment erzählen? Ja, MyGovernment machen wir inzwischen im 6. Jahr. Wir haben es auch gerade wieder abgeschlossen. Das ist ein Event, wo wir eine unabhängige Jury haben und die sucht Startups aus, die sich beworben haben und zwar sowohl mit ihren Lösungen als auch mit ihren Kunden. Also seit 2 Jahren ist es so, dass die wirklich auch die öffentliche Hand sozusagen bei der buchstäblichen Hand nehmen und mitbringen und zeigen, wie es gemeinsam geht. Und da kommen Beispiele raus, die wirklich begeistern. Und es ist auch eine gesamte Initiative, das heißt, besteht nicht nur aus diesem einen Event, sondern eben auch daraus, dass wir auch Startups zum Beispiel vergaberechtlich auch helfen und ihnen zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist, mit der öffentlichen Hand zusammenzuarbeiten. Genau. Vielleicht haben wir am Ende dann 2 Gewinner da stehen, also ja, die öffentliche Hand und die Startups. Mit Sicherheit. Genau. Aber das heißt, du drückst heute VisaRide ganz besonders die Daumen. Kannst du das noch kurz erklären? Ja, VisaRide hat ja eine Wildcard bekommen, aber man muss es betonen, durch den Bitkom. Das heißt also, ich bin hier in der Jury tatsächlich nie mit VisaRide in Berührung gekommen, außer dass wir Gastgeber sein durften für eine Veranstaltung, wo in der Tat VisaRide diese Wildcard überreicht bekommen hat, aber das war eine Entscheidung des Bitkom. Und die Jury, die ich gerade erwähnt habe, der ich nicht angehöre, die hat damals auch entschieden, welche Startups bei uns auf die Bühne kommen. Insofern komme ich jetzt hier ganz frisch und unverbraucht rein und freue mich mit allen Startups, die hier auf der Bühne stehen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier tolle Finalisten und genau auch nochmal für das Publikum zu Hause, um ganz deutlich zu machen, hier wird nicht mit gezinkten Karten gespielt, sondern genau die Regeln gelten genauso, wie ich sie vorhin erklärt habe. Jeder Finalist hat hier die gleiche Chance zu gewinnen und die tollen Lösungen vorzustellen, die mitgebracht haben. Ferdinand, eine Frage hätte ich noch. In welchem Sektor siehst du denn, oder wenn du das überhaupt so sagen kannst, das größte Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der öffentlichen Verwaltung, zwischen dem Staat und Startups natürlich. Auch der Staat und die öffentliche Verwaltung sollte auch kooperieren, aber das ist ein anderes Thema. Würdest du sagen, kann man da so einen Sektor identifizieren? Das Vergaberecht ist jetzt gerade schon gefallen oder würdest du sagen, Startups passen eigentlich überall hin? Ja, grundsätzlich schon. Wir haben beobachtet, dass tatsächlich viele Startups im Bereich der Bürgerbeteiligung sich engagieren, also Beteiligungsplattformen, Lösungen gemeinsam mit Menschen zu finden. Da sind tatsächlich viele zu finden, auch im Bereich der Schnittstelle, wo sozusagen Unternehmen, Bürger mit der Verwaltung interagieren. Da sind viele tätig. Ich glaube aber nicht, dass das so bleiben muss, sondern es gibt tatsächlich an ganz vielen Stellen, die wir vielleicht als Bürger, die der Verwaltung gegenübertreten, gar nicht sehen würden, wo auch Startups sehr segensreich wirken können. Und ich persönlich glaube ja, dass auch die Gaming-Szene noch eine Menge dem öffentlichen Sektor beibringen könnte. Und ich freue mich eigentlich darauf, dass auch mal solche Startups hier auftreten. Auf jeden Fall, da habe ich auch total Lust drauf. Also ja. Mal schauen, wie der Startup Award nächstes Jahr aussieht. Danke, Ferdinand. Wir starten jetzt unseren Wettbewerb.
der einleitenden Worte sind Genüge getan. Das Prozedere habe ich, glaube ich, gerade schon kurz erklärt, aber noch mal einmal zur Wiederholung. Wir bekommen jetzt gleich einen Vertreter des jeweiligen Startups auf die Bühne. 3 Minuten Pitch, 2 Minuten Fragen der Jury dazu. Dann kommt der nächste, dann kommt die Entscheidung. Und wir gehen jetzt in die erste Runde mit Evermut und Marvin, dem Evermut-Gründer. Evermut ist ein Startup, das Unternehmen und der Verwaltung dabei hilft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei psychischen Belastungen und/oder Konflikten im Team zu unterstützen. Also quasi hilft der Verwaltung von innen. Marvin, darf ich dich auf die Bühne bitten? Bereit? Ich bin bereit. Dann starten deine 3 Minuten jetzt. Perfekt. Vielen Dank. Hallo. In den kommenden 3 Minuten möchte ich Ihnen zeigen, warum, wie und vor allem mit welchem Erfolg wir Organisationen dabei unterstützen, eine Kultur zu schaffen, die ihre Mitarbeitenden lieben. Mein Name ist Marvin Homburg, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Evermut und ich möchte Ihnen genau hier jetzt einmal unsere Lösung dazu zeigen. Wir haben gesehen, dass sich die Arbeitswelt in den letzten 10 Jahren deutlich verändert hat. Was wir vor allem gesehen haben, ist, dass psychische Erkrankungen in den letzten 10 Jahren sich ungefähr verdoppelt haben. Dazu haben wir gesehen, dass psychische Belastungen mittlerweile der zweithäufigste Grund für den Arbeitsausfall am Arbeitsplatz sind. Darüber hinaus wissen wir, dass Mitarbeitende mittlerweile andere Erwartungen an die Kultur am Arbeitsplatz haben. Mitarbeitende möchten über gesundheitliche Anliegen diskutieren und diese auch thematisieren. In dem Zusammenhang ist es für uns wichtig, dass wenn wir die Krankheitstage reduzieren wollen und auch die Mitarbeitenden befähigen wollen und motivieren wollen, dass wir die komplette Bandbreite von persönlichen Herausforderungen bis hin zum Teamkonflikt wirklich anbieten und dementsprechend auch optimal bearbeiten können. Die größte Herausforderung, die Organisationen hierbei haben, und das ist vor allem in dem Kontext, dass sie gesundheitsfördernde, aber auch kulturfördernde Angebote anbieten, ist, dass sie diese einfach bereitstellen, effizient kommunizieren und zentral in einer Plattform zusammenbringen können. Wir unterstützen Organisationen dabei. Wie tun wir das? Mit einem Dreiklang aus umfangreicher Mediathek, interaktiven Live-Webinaren und einer professionellen Beratung. Und wie genau das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt für jeden dieser Punkte. Unsere umfangreiche Mediathek enthält mehr als 200 Beiträge und Videos auf Deutsch und auf Englisch. Und damit helfen wir Mitarbeitenden sowohl bei sozialen, gesundheitlichen, allerdings auch bei beruflichen Anliegen, diese sofort zu lösen. Unsere interaktive Live-Mediathek bzw. unter interaktiven Live-Webinare haben wir zusammen mit Branchenexpertinnen erstellt und diese bieten wir auch den Organisationen an, um dementsprechend die klassischen Präsenzveranstaltungen aufzulösen und einen niederschwelligen und interaktiven Raum zu schaffen. Und unsere professionelle Beratung schafft einen einheitlichen Raum, um alle Beratungsangebote an einem zentralen Ort zu bündeln und den Mitarbeitenden so eine optimale Erstberatung zu ermöglichen. Eventuelle Lücken im Beratungsangebot können wir dort mit Evermut-Expertinnen ausfüllen und dementsprechend haben wir auch die Möglichkeit, dass die Qualität der Beratung sowohl persönlich, telefonisch als auch per anonymer Chat immer gegeben ist. Und auch die Hinweisgeberrichtlinie, die jetzt im Dezember in Kraft treten wird, decken wir durch den Einsatz von Evermut direkt für alle Organisationen ab. Worauf wir ganz besonders stolz sind, ist die neueste Auswertung, die wir mit unseren Kunden durchgeführt haben. Hier sehen wir, dass wir eine bis zu 10-mal höhere Nutzungsrate haben als von bisherigen Anbietern und dass 83% der Beschäftigten, die unser Produkt benutzen, sagen, dass sie sich früher Hilfe holen würden. Das ist ganz wichtig für uns. Darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass viele Organisationen bereits mit uns zusammenarbeiten wollen, vor allem auch Stadtverwaltungen, zum Beispiel die Stadt Aachen und die Stadt Arnsberg, aber auch Unternehmen wie die LVM oder die Deutsche Bahn. Und ganz besonders stolz sind wir auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen, Wolfgang Pauls ganz besonders, wo wir unser Konzept bereits im WDR mal vorstellen durften. Das war Evermut in 3 Minuten. Perfekte Punktlandung, jawohl. Vielen Dank, das war spannend. Ich gehe direkt weiter. Ich glaube, die Jury sieht das wahrscheinlich genauso. Die 2 Minuten für die Fragerunde starten jetzt. Und dann darf ich an Henrike, du siehst so aus, als ob du eine Frage hättest. Gerne, ich leg los. Vielen Dank für den leidenschaftlichen Vortrag. Bei eurer Lösung steht eines im Mittelpunkt und das ist der Mensch. Und das ist super spannend, dass das in dieser digitalen Welt Raum findet. 2 Fragen. Wie stellt ihr diese hohe Akzeptanz sicher? Wie schafft ihr Vertrauen und Hand aufs Herz? Wo seht ihr Vor- oder vielleicht auch Nachteile gegenüber einer persönlichen, ja, Face-to-Face-Hilfeleistung bei solchen hochemotionalen Themen? Ja, das sind 2 super Fragen. Zur ersten, also wie stellen wir überhaupt diese Akzeptanz sicher? Wir versuchen, ein sehr breites Spektrum aufzubauen. Deswegen haben wir diese 3
Bausteine aus Mediathek, das heißt, wir können Informationen vorab zur Verfügung stellen, Live-Webinare, die auch interaktiv sind, wo Mitarbeitende in Austausch treten können und auch dann die 1-zu-1-Beratung, wo wir wirklich dann auch bei konkreten Fällen unterstützen können. Das ist zum einen wichtig, dass wir so mit einem sehr breiten Spektrum die MitarbeiterInnen unterstützen und auch die Organisation. Und zum zweiten Punkt, das heißt also, wie können wir, oder wo sind die Vor- und Nachteile? Wir glauben, es geht immer weiter in den digitalen Bereich. Das heißt, der Vorteil vor allem, wenn es um Remote Work oder um mobiles Arbeiten im Allgemeinen geht, glauben wir, es ist ein ganz klarer Vorteil. Ich denke, wir werden nicht den Vor-Ort-Termin als solchen ersetzen können. Allerdings bewegen wir uns immer mehr in den Bereich und wenn Organisationen den Bedarf haben, können wir das auch immer noch vor Ort machen. Also müssen wir dort auch noch so ein bisschen den Spagat machen. Wo kommen denn die Experten her? Sind das eure Leute oder macht ihr nur die Plattform? Ja, das ist auch spannend. Wir sind ganz, als wir gestartet sind, haben mit ganz vielen verschiedenen Branchenexpertinnen gesprochen und konnten mitunter Christine Lüders, die ehemalige Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, für uns gewinnen. Und sie hilft uns vor allem in allen Themen zum AGG. Weitere Expertinnen haben wir ganz klassisch am Markt auch gefunden. Das heißt also wirklich auch professionelle PsychologInnen und auch andere Personen, die in ihren jeweiligen Feldern Koryphäen sind. Perfekt. Herr Nägele, wenn Sie noch eine ganz schnelle Frage hätten. Das passt alles. Super, vielen, vielen Dank. Ja, das war überzeugend. Vielen lieben Dank, Marvin. Schön, dass du dabei bist. Danke für deine Präsentation, dass du die knallharten Fragen beantwortet hast. Dann würde ich dich jetzt erstmal wieder hinter die Bühne bitten und dann später zur Preisverleihung wieder herbitten. Super, danke schön. Danke. Und wir machen direkt weiter mit unserem zweiten Start-up, GovRadar. Ich darf den Gründer Sascha auf die Bühne bitten. Mit GovRadar können Ausschreibungsunterlagen automatisiert erstellt werden, wobei das Tool für die Einhaltung des Vergaberechts sorgt. Und ob das funktioniert, das erklärt uns Sascha. Hallo Sascha. Hallo, herzlichen Dank. Du bist bereit? Ich denke schon, ja. Vielen Dank. Wunderbar, dann starten deine 3 Minuten jetzt. Wir schreiben das Jahr 2021. Es ist ein durchschnittlicher, ruhiger Herbsttag im kleinen, beschaulichen Städtchen Neustadt. Die Sonne scheint von außen durch das Rathausfenster. Als die Bürgermeisterin den Raum betritt und Herrn Müller auffordert, wir brauchen dringend 120 MacBooks für unser Gymnasium. Bestellen Sie doch mal, Herr Müller. Sie hat gerade erfahren, dass im Zuge des Digitalpakt Schule noch einiges an Fördergeldern zu holen ist. Wir müssen endlich was tun für die Digitalisierung. Herr Müller, der Beschaffungsverantwortliche in Neustadt, realisiert, was das eigentlich für eine Herausforderung für ihn bedeutet. Von Schul-IT hat er bislang wenig Ahnung und auch im Vergaberecht ist er nur begrenzt firm. Er weiß zumindest, dass er die Laptops wird ausschreiben müssen. Und seine Beschaffungsliste ist ohnehin lang, vom Feuerwehrfahrzeug bis hin zu Reinigungsdienstleistungen. Ja, und das Team, das ihn dabei unterstützen sollte, das gibt es leider nicht. Er realisiert also, dass das wieder so eine Ausschreibung wird, wo er sich wahrscheinlich teure externe Beratung ins Haus holen muss und am Ende viel zu wenige Angebote erhält. Herr Müller ruft seine Kollegin Frau Schulze bei der Stadt Esslingen an, die ihm von GovRadar erzählt, einem neuen Automatisierungstool für Ausschreibungen. Die Software generiert Ausschreibungsunterlagen auf Knopfdruck und achtet dabei auf die Einhaltung des Vergaberechts. Frau Schulze ist bereits Nutzerin und berichtet, meine Bedarfsträger geben ihre Referenz- oder Wunschprodukte in das Tool ein. GovRadar macht dann einen Abgleich mit einer immens großen Produktdatenbank und sorgt durch smarte Algorithmen dafür, dass am Ende eine automatisierte Leistungsbeschreibung rausfällt. Und die hat für mich eine so hohe Qualität, dass wir auch schon merken, dass wir deutlich mehr Angebote erhalten. Herr Müller entscheidet sich also, wie viele seiner Kollegen, für eine Lizenz von GovRadar und kann so dem Gymnasium innerhalb weniger Wochen Laptops zur Verfügung stellen. Es ist ein guter Tag für Neustadt, für Herrn Müller, für die Bürgermeisterin, aber vor allem für alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums. Sie sind heute moderner digitaler Bildung wieder ein Stück näher gekommen. Und genau das ist unsere Philosophie bei GovRadar und unsere Überzeugung. B2G, also Business to Government, und Lösungen für die Verwaltung zu schaffen, heißt immer auch B2G2C, also to citizen, für die Bürgerinnen und Bürger. Und keine Verwaltung beschafft für den Selbstzweck, sondern immer im Auftrag der Gesellschaft. Und genau das unterstützen wir, indem wir Beschaffung beschleunigen und vereinfachen. Wenn also auch Sie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Strahlen bringen wollen, dann seien Sie wie Herr Müller und wir laden Sie ein, GovRadar einfach mal auszuprobieren. Und da noch viel zu wenige Beschaffungsstellen überhaupt von uns wissen, suchen wir gerade Fördergelder und Partner, die diesen weiteren Weg mit uns gehen, zu einem Smart Country Deutschland und hoffentlich bald für ganz Europa. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Auch was, auch wieder fast eine Punktlandung oder aber auch ziemlich, inhaltlich auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke sehr. Wir starten die Fragerunde. Die 2-Minuten-Fragerunde starten jetzt. Dann steige ich ein. Sehr gerne. Dankeschön. Spannendes Thema. Wir haben im Vergaberecht zwei Dinge, die häufig übersehen werden. Herr Schuster hat es darauf hingewiesen. Es gibt immer unterschiedliche Wege und es gibt bei der Beschreibung von Leistung und dem, was ich möchte, erhebliche Spielräume. Wie bilden Sie das ab? Ja, wir haben bei unserem Tool eigentlich den Grundsatz Compliance by Design. Wir bauen die Plattform von Grund auf so, dass Vergaberecht sozusagen gewährleistet wird und wir wollen gerade derjenigen und demjenigen, der nicht so firm ist im Vergaberecht, die Sicherheit geben, dass zumindest der Rahmen stimmt. Wir haben dann abgebildet, dass so Dinge wie eine Gewichtung für bestimmte Kriterien, wie zu werten ist, dass wir das mit abbilden. Wir werden aber, das ist eine wichtige Differenzierung, in der Automatisierung werden wir nur bestimmte Produkte und eine bestimmte Komplexität abbilden können. Okay. Dienstleistungen sind beispielsweise noch etwas in der Zukunft. Danke. Da knüpfe ich an. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Prozess, den ihr hier angreift oder angeht. Was ist eure Vision? Wisst ihr schon, was der nächste Baustein von GovRadar werden wird? Ja, wissen wir relativ genau, wenn denn das Funding am Ende stimmt. Wir können im Moment sehr gut, solange die Produktdaten verfügbar und öffentlich verfügbar sind, Produkte ausschreiben und das automatisiert. Also wie so eine Art Check24 für den öffentlichen Sektor, so sehen wir uns. Die nächste Herausforderung wird sein, auch Dienstleistungen darüber abbildbar zu machen. Und da sind wir überzeugt, dass wir da die Bieterseite einbinden müssen, weil die Expertise auf der Seite immer signifikant höher sein wird als bei den Beschaffenden. Das ist einfach per Default so. Wie sieht euer Markterfolg aus? Wie viele Städte setzen GovRadar ein? Ja, wir haben jetzt stolze 2 Hände voll Kunden, die seit wir im Juni live gegangen sind mit einem MVP das Tool nutzen und sind jetzt seit 3 Wochen tatsächlich live. Deswegen auch der Aufruf, bitte gerne ausprobieren und wir sind angewiesen auf das Feedback. Vielen Dank. Danke sehr. Danke, das waren deine 2-Minuten-Fragen mit Bravour gemeistert. Auch dich würde ich noch einmal neben die Bühne bitten. Dankeschön, bis gleich. Und wir machen direkt weiter. Es geht hier Knall auf Fall. Jetzt kommt unser dritter Finalist. Ein Thema, was viele Startups, was aber auch KMUs beschäftigt, was immer mal Medien ist, Fachkräftemangel. Das nächste Startup VisaRide will hier Abhilfe schaffen, indem es Unternehmen und die Verwaltung dabei unterstützt, Prozesse zu digitalisieren und dadurch einfacher und schneller zu machen. Dafür begrüße ich den Gründer Andreas auf der Bühne. Hallo Andreas. Du bist auch bereit? Ich bin ready. Jawohl, dann starten wir auch hier deine 3 Minuten. Haben Sie schon mal eine Steuererklärung in einer Fremdsprache machen müssen? So oder so ähnlich fühlen sich Fachkräfte, die darauf warten, um nach Deutschland einwandern zu können. Mein Name ist Andreas Kopisow und mit VisaRide digitalisieren wir die Einwanderung von Fachkräften nach Deutschland. Eins ist klar, um die Digitalisierung und Innovation in Deutschland voranzutreiben, benötigen wir Fachkräfte. Mehrere Fachexperten bestätigen, dass der Fachkräftemangel eines der Hauptgründe für den mangelnden Digitalisierungsfortschritt in Deutschland ist. Bis zu 400.000 Zuwanderer pro Jahr werden benötigt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die bürokratischen Hürden aber verstärken das Problem. Die Behörden sind überlastet und arbeiten größtenteils analog. Steigende Antragszahlen, physische Behördengänge, Papieranträge sowie die aufwendige und zeitintensive Bearbeitung führen zu einem erheblichen Bearbeitungsstau und schlussendlich zu Beschwerden, Frustration bei den Fachkräften, Unternehmen, aber auch bei den Sachbearbeitern in den Behörden. Mit VisaRide haben wir die Lösung für das Problem. Mit Digitalisierung, Automatisierung sowie Bündelung von Informationen und Prozessen auf einer digitalen Plattform sind wir in der Lage, die Visa-Anträge um bis zu 70% schneller zu bearbeiten. Unsere Plattform orchestriert und vereinfacht das gesamte Einwanderungsmanagement.
durch vorab durchgeführte Berechtigungsprüfungen, automatisierte Abläufe sowie papierlose Abwicklung sorgen wir für einen transparenten und angenehmen Antragsprozess für alle Beteiligten. Dank unserer Software werden die Anträge fehlerfrei und rechtlich korrekt gestellt. Damit reduziert sich der Bearbeitungsaufwand auch für die Behörden. Seit Oktober 2020 wird unsere Plattform erfolgreich für die Zusammenarbeit mit dem Business Immigration Service des Landesamtes für Einwanderung in Berlin eingesetzt. Mit den aus dieser Kooperation entstandenen positiven Ergebnissen und Erkenntnissen wollen wir auch andere Behörden von der Zusammenarbeit überzeugen. Zahlreiche Startups, namhafte Unternehmen sowie die Behörden, zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung, nutzen unsere Plattform und profitieren von den Zeit- und Kostenersparnissen bei der Fachkräfteeinwanderung. Das Team von VisaRight besteht aus erfahrenen Experten, Softwareentwicklern und Partneranwälten. Und mit unserem Startup-Spirit und der Praxiserfahrung in den Behörden können wir großartige Ergebnisse erreichen. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere Lösung ein Gamechanger im Bereich Einwanderung werden kann. Gemeinsam mit beteiligten Behörden können wir einen wichtigen Schritt Richtung moderner Stadt gehen, um so die Attraktivität von Deutschland als Zuwanderungsland nachhaltig zu steigern. Dankeschön. Vielen Dank. Du warst sogar schneller als unsere Ausspielmusik. Dass ich würde sagen, wir schlagen das gerne bei der Fragerunde nach hinten drauf. Die starten wir jetzt. Wer möchte als erstes? Henrike. Dann mache ich gerne nochmal den Anfang. Gerne. Eure Lösung erfordert sehr viel Internationalität. Ich kann mir vorstellen, viele Daten, Dokumente. Welche Technologie hilft euch besonders dabei, hier möglichst effizient zu performen? Ja, da haben wir verschiedene Dinge im Einsatz. Das ist unsere Software, also das Kernprodukt ist unsere Software, die zum Beispiel Dokumentenerkennung macht. Dahinter sind auch Algorithmen, die vorab prüfen können, ob jemand überhaupt berechtigt ist, ein Visum zu bekommen. Das heißt, es gibt in Deutschland ca. 120 verschiedene Visumsarten und durch unsere Algorithmen können wir vorab feststellen, ob jemand berechtigt ist, ein Visum zu bekommen. Das sind die Hauptfeatures, die wir haben. Wer hat noch? Was sagt das Auswärtige Amt zu Ihrem Produkt? Leider nichts. Also da haben wir öfters schon angeklopft und schöne Grüße an das Auswärtige Amt. Aber da kriegen wir leider die Türen nicht geöffnet. Ich hoffe, dass wir das mit dieser Veranstaltung nochmal deutlicher machen können. Könnt ihr alle Sprachen verarbeiten oder gibt es da bestimmte Kerngebiete, auf die ihr euch konzentriert? Genau, also wir kümmern uns momentan um die hochqualifizierten Fachkräfte, das sind meistens IT-Experten, da ist die Englisch die Hauptsprache. Die Software ist in drei Sprachen verfügbar, aber wir sind dabei, die Sprachversion zu erweitern. So, dann knüpfe ich nochmal an. Ja. Arbeiten Sie dann auf den Servers der jeweiligen Kunden, also jetzt des Landesamtes für Einwanderung beispielsweise, oder ist das eine cloudbasierte Lösung und Sie spielen die Informationen dann bei uns ein? Es ist eine cloudbasierte Lösung. Wir haben jetzt mit Berliner Ausländerbehörden eine kleine Schnittstelle, wo wir die Daten und die Anträge rüber transferieren können, aber wir sind noch dabei, das nochmal weiter zu vertiefen, die Zusammenarbeit. Und sind alle Verwaltungen anschlussfähig? Ja, wir sind alle anschlussfähig. Also das erfordert jetzt keine gesonderte Software oder ähnliches. Genau, alle werden dafür. Ich würde noch eine Frage loswerden wollen. Was für Feedback bekommt ihr denn von den Behörden, jetzt zum Beispiel vom Landesamt? Von den Behörden, die sind super zufrieden. Ja. Genau, wir können halt die Bearbeitungszeiten für die Sachbearbeiter, die sich natürlich schwer tun mit den Unterlagen, kriegen wir gutes Feedback, weil die Unterlagen super vorbereitet sind und dadurch natürlich effizient gearbeitet werden kann. Vielen Dank. Ja, gerne. Spannend, tolle Lösung. Vielen Dank. Das, ich bin ganz froh, dass ich jetzt gleich selber nicht entscheiden muss. Wir starten jetzt nämlich in den Abstimmungsprozess. Dafür würde ich gerne die beiden anderen Finalisten wieder auf die Bühne bitten. Marvin und Sascha kommen auch dazu. Jawohl. Ihr verteilt euch hier. Wir achten ein bisschen auf den Abstand. Genau, wunderbar. Alles klar. Ihr habt total smarte digitale Lösungen für sehr reale Probleme im Bereich Verwaltung, Staat, Bürger entwickelt, hier total toll vorgetragen. Nochmal von mir, von dem Get Started Team, vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid und das vorgestellt habt. Ich wünsche euch total viel Erfolg für die Zukunft. Das klingt nämlich alles sehr gut. Nur einer kann allerdings den Startup Award nach Hause nehmen.
auch wenn mir das jetzt persönlich gerade sehr schwer fällt. Aber dafür lagere ich diese Entscheidung gerne an die Jury und an euch zu Hause aus. Wir machen das so, jeder von der Jury hat eine Stimme. Die Jury entscheidet, jedes Jurymitglied entscheidet unabhängig voneinander. Also hier gibt es keine Mauscheleien. Jeder hat eine Stimme. Eine Stimme zählt als eine Stimme. Und ihr, das Publikum, habt auch eine Stimme. Ihr seid das vierte Jurymitglied in unserer Runde. Wir starten jetzt die Online-Abstimmung. Ihr könnt jetzt am Bildschirm für eure Mitglieder, für euren Favoriten eine Stimme abgeben. Es ist möglich, dass ihr den Bildschirm noch einmal refreshen müsst oder den Fullscreen-Modus verlassen müsst, falls nicht sofort die Abstimmungsmöglichkeit aufpoppt. Ansonsten jetzt klicken bitte. Auch unsere Jury muss sich entscheiden. Das machen wir so. Jedes Jurymitglied hat drei Karten auf dem Platz, jeweils mit dem Namen des Startups vorne drauf. Ich bitte euch und Sie, sich jetzt zu entscheiden, die entsprechende Karte nach vorne zu legen. Und dann sammle ich die ein. Wir sind alle bereit? Jawohl, ich sammle. Auch wenn es schwer fällt. Ja, es fällt sehr schwer, genau. Vielen Dank. Drei klasse Projekte aus drei unterschiedlichen Bereichen. Vielen Dank. Ja, wären das denn geeignete, wenn Sie so als potenzieller Kunde hier stehen? Ich finde alle drei Ansätze sehr, sehr hilfreich. Ich finde das einen großen Schritt nach vorne. Und ich lade natürlich die beiden, die noch nicht in Berlin sind, ein, dass sie sich hier entwickeln. Und dann gucken wir, wie weit wir da zusammenarbeiten können. Tolle Sachen. Arbeiten Sie denn schon mit E-Government-Startups zusammen? Ja, eins hat ja gerade vorgestellt, dass unsere Vorbildbehörde, das Landesamt für Einwanderung, komplett durchdigitalisiert. Insoweit haben Sie die beste Ansprechadresse gefunden, aber wir sind mit etlichen Startups zusammen. Vor 2 Jahren war das Creative Bureaucracy Festival, da war eine ähnliche Prämierung und mit 2 der 3 arbeiten wir mittlerweile fest zusammen. Ja, super, das kann noch mehr werden. Seid ihr bereit? Wir machen das jetzt. Wir haben einen Gewinner. Ich würde diese Karte jetzt an Ferdinand weitergeben. Und wir bekommen noch den 5.000-Euro-Scheck. Den bringt uns gerade unser Referent für Startups, Julius Weber, rein, einer unserer Mitorganisatoren des heutigen Awards. An dieser Stelle danke an Julius. Und ich, die Bühne gehört dir. Ja, es ist, wie Herr Nägele schon gesagt hat, eine schwierige Entscheidung gewesen für die Jury und sicherlich auch für alle diejenigen, die hier zugeschaltet sind. Aber es gibt tatsächlich einen Sieger und der heißt Visa Right. Herzlichen Glückwunsch. Allen natürlich alles Gute, tolle Produkte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so sehen Sieger aus. Toll, herzlichen Glückwunsch. Aber auch nochmal ganz vielen herzlichen Dank an unsere anderen Teilnehmer, denen ich total die Daumen drücke. Ganz vielen herzlichen Dank an unsere Jury. Danke für eure Fragen. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr dabei seid vom Publikum. Danke, dass ihr abgestimmt habt, dass ihr eure Stimme habt hören lassen. Ich lade euch herzlich ein, morgen bei der zweiten Auflage des Startup Awards dann im Bereich Smart City wieder dabei zu sein und entlasse euch jetzt in einen weiteren Abend, Nachmittag bei der Smart Country Convention mit auch ziemlich tollen Programmen. Aber schön, dass ihr jetzt dabei wart. Dankeschön. Sehr gerne. Toll. Das hat man gesehen. Da möchte ich doch noch mal ganz kurz zu mir bitten. Ich weiß, Fotos sind natürlich wahnsinnig wichtig, aber jetzt, wo dieser Scheck hier in der Hand drin ist, was bedeutet das? Wie wichtig ist diese Auszeichnung auch für dich, für deine Firma? Das ist extrem wichtig. Ich freue mich riesig, dass wir das heute gemacht haben. Ich freue mich für das Team. Ah, kleinen Moment. So,
jetzt. Ich freue mich riesig. Danke für mein Team, an mein Team, an die Kunden, an den Staat, an die Veranstalter. Ich freue mich riesig und wir machen so weiter wie bisher. Vielen Dank. Ich freue mich. Was sind deine Ziele? Was sind die Ziele der Firma? Sagen wir mal bis 2022. Wo wollt ihr stehen? Bis 2022 wollen wir die Immigration nach Deutschland in Deutschland komplett digitalisiert haben. Aha. Und was macht ihr mit den 5.000? Mit den 5.000, die werden ans Team verteilt, weil die, ich habe ein geiles Team und die liebe ich und die bekommen das, was die verdient haben. Na, liebes Team, herzlichen Glückwunsch. 5.000 Euro werden da verteilt. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch an Sie. Dankeschön. Danke.